Ein Hallo und willkommen zu Bolinjas Showbox. Es geht weiter mit The Wild Heart. Und ich habe gesagt, wir sehen uns das nächste Mal in der nächsten Ebene. Aber ich habe hier noch was gesehen. Und zwar gibt es hier noch einen Durchgang. Den müssen wir noch mal schnell absuchen. Und zwar hier oben. Das könnt ihr nämlich auch klein häckseln. Macht mal. Durchgänge. Und dann haben wir hier noch eine Blume. Wunderbar. Dann haben wir ein paar Früchte. Beim Fernseher können sie nichts machen. Das können wir aufsammeln, okay. Dann lass mal fallen, was ihr habt. Eine Blechdose. Brauchen wir 10 Stück, okay, das machen wir mal. Wir haben jetzt 10. Oh, wo sind. Ah, hier sind die 2. So, den Stein, den schieben sie dann da oben hin. Wunderbar, da hat sich jetzt eine Brücke gebildet. Tragen die denn das Holz hin hier? Ah, da ist eine Brücke, okay. Meine Tasche ist voll. Okay, was können wir denn entlassen? Lassen wir mal so, wie es ist. Obwohl, da drüben gibt es auch noch ein paar coole Sachen. Nimm das mal mit. Und ihr nehmt das mit. Und die Dose. Und ich glaube, euch kann ich jetzt mal nach Hause schicken. So. Bringt man das in die nahegelegene Truhe. Dann haben wir noch 6 Stück bei uns. Hier können wir das Holz hier mitschleppen. Brauche ich wieder die anderen. Da geht es noch extremst weit hier im Herzland. Habt ihr die Brücke fertig gebaut? Nee, noch nicht. Okay, die schnappen sich das weitere Holz. Mit euch kann ich hier hochgehen. Das hier weg. Und dann haben wir hier noch was. Mal schauen, was das hier ist. Knabbern hier. So. Nehmt mal das mit. Ich muss die anderen 2 nochmal schnell abholen. Der jetzt nur noch einer ist. Ah ne, es sind 6 Stück, okay. Den soll man den Weg mal abgehen und schauen, was da drüben ist. Da schaut es aber aus, als würde es in ein neues Gebiet gehen. Okay, der Quirlsumpf, das sieht mir ziemlich gefährlich aus, da brauchen wir noch nicht hin. So, wir gehen jetzt mal da hoch und schauen, was da oben noch zu besorgen ist. So, erstmal habt ihr hier was zum Abbauen. Wunderbar. Was sind das denn für Steine hier? Oh, die machen Schaden, alles klar. Könnt ihr gegen das kämpfen? Nee, die haben Angst da.
Da muss ich später nochmal zurückkommen, so wie es ausschaut. So, wir nehmen das mal auch mit. Und dann gehen wir mal zurück ins Lager. Hier oben, was ist das denn? Nee. Da ist nochmal eine Blume. Blumen wachsen immer nach, das ist ziemlich cool. Da hat man also nie Probleme mit seinen kleinen Viechern. Seinen kleinen Elflingen. So, jetzt seid ihr im Lager. Habt ihr alles aufbewahrt? Wunderbar. So, das Stinktonikum, das brauche ich jetzt noch nicht. Da können wir was fertigen. Wir haben jetzt 3 von den Äpfeln. Schauen wir mal. Eine einfache Mahlzeit, eine schmackhafte Mischung aus hiesiger Tiefenwaldnahrung ist sie, um eine beträchtliche Menge an Herzen wiederherzustellen. So, das haben wir jetzt bekommen. Okay, das sind 4. Diese einfache Mahlzeit besteht aus 3 billigen Nahrungsgegenständen. Okay. Sieht sehr lecker aus. So, sollen wir das noch abtragen? Wie kommen wir denn hier hoch? Können wir die hochschmeißen? Nee. Ich würde gerne mal wissen, wie man da drüben hochkommt. Ah, da brauchen wir die 20, alles klar. Kein Problem. Okay, okay. Dann können wir die Samen noch aufbewahren, dann gehen wir mal ins nächste Gebiet. Hier ist er ja. Das Schrottschild. Sagt mal, bevor wir weitergehen. Ich habe gehört, dass Brüssel sich am Waldrand gefunden hat. Ja, ich hatte mich verlaufen. Nun, wo auch immer du hin wolltest. Du siehst aus, als wärst du auf einen längeren Aufenthalt vorbereitet. Was meinst du damit? Ich frage mich, was dich dazu veranlasst, von zu Hause wegzulaufen. Wie du es getan hast. Aber weißt du, ich bin nicht der Jüngste und mit den Jahren entwickelt man eine gewisse Intuition. Ich will nicht darüber reden. Na schön, es gibt Dinge an diesem Ort, die dir noch nicht vertraut sind. Wenn du zum Beispiel plötzlich deine Meinung ändern würdest, könntest du enttäuscht sein. Können wir einfach weitergehen? Ich dachte, wir sollten nicht trödeln. Schon gut. Ich bin bereit. Auf geht's. Hm? Was ist? Die Ereignisse des Tages haben mich offenbar veranlasst, meine Ladung zu vergessen. Ich muss zurück, sie holen. Aber keine Bange, der Hain ist gleich davor. Folge dem Pfad hinter diesem Tor, du wirst ihn nicht verfehlen. Und nun spute dich, es wird bald Nacht. So, aber was wir jetzt noch machen, wir holen uns jetzt noch die Maximalanzahl an Elflingen. Ah, verflucht. So. So, wir können noch 4. Willkommen im Team. Oh. Oho. Wake, ich habe einen schrecklichen Fehler gemacht. Die Dunkelheit ist hier eingebaut. Verflixt. Hör mir ganz genau zu, Schrottchen. Lauf! Wow. Oh mein Gott. Oh mein Gott, oh mein Gott. Tötet meine Viecher. Wake, hier, Beeilung. Wake, alles in Ordnung. Traummantel ist. Er hätte ums Leben kommen können. Auch die. Und die Kleinen auch. Ich. Ja. 2 sind ums Leben gekommen. Schrottchen, das war nicht gut.
Raumhandel, was waren das für Dinger? Die Dunkelheit ist schlecht. Lass uns gehen. Es lauern viele Gefahren, aber ich werde dich den Rest des Weges begleiten. Wir haben einen kurzen Weg in nördliche Richtung vor uns, bis wir den Hain erreichen. Komm, komm. Ach, und Wake. Willkommen im Tiefenwald. War das so eine Art Tutorial? Und jetzt geht das Spiel richtig los. Willkommen, Wake. Wow, hier wohnst du? In der Tat. Der Hain ist das Hauptquartier dieses Kapitels des Grünen Schildordens. Nun, ich denke, du hast eine ausführliche Erklärung verdient. Die Kreaturen, die angegriffen haben, sind ein finsternes Wesen namens das Nimmer. Das Nimmer? Genau. Wenn es einen anderen Namen hätte, wüssten wir ihn nicht mehr, vermutlich. Es ist immer hier, es umgibt uns. Immer. Kann sich aber nicht in Licht materialisieren. Die Dunkelheit ist schlecht. Dieser Tiefenwald ist uralt und abgeschieden. Wir befinden uns in einer anderen Welt als der euren. Der Tiefenwald existiert als Zufluchtsort und ein Refugium für vergessene Dinge und als Gefängnis. Die Elflinge, mit deren du das Blenden verstehst, bedeuten uns sehr viel. Sie sind von Natur aus magisch und dieser Ort bewahrt sie vor eurer Welt und der dortigen Gefahren. Aber vor langer Zeit haben die Uralten, die diesen Ort erschaffen haben, auch ein Gefängnis für das Nimmer erdacht, um es von eurer Welt fernzuhalten. Und es kon wohl unkontrolliert um sich greifen würde, vermutlich. Und da kommen wir ins Spiel. Wir Grünschilder haben die Aufgabe, die Elflinge zu beschützen und das Nimmer unbedingt im Tiefenwald zu halten. Aber wie bin ich denn hierher gekommen? Du hast etwas an dir. Sie hat dich auserkoren und sie ist nicht dafür bekannt, Fehler zu machen. Jetzt können wir besprechen, was wir morgen früh als erstes tun. Du kannst dich gern mit den anderen Grünschildern hier vorstellen. Es gibt noch mehr von euch? Natürlich, obwohl einige derzeit wahrscheinlich noch weit entfernten Ecken des Waldes unterwegs sind. Wenn deine Augenlider schwer werden, gibt es am nördlichen Ende des Hains einen Ort zum Ruhen. Er gehört dir, solange du ihn brauchst. Wir unterhalten uns morgen früh weiter. So, wunderbar. Der Hain. Da kann man kurz speichern. Habe ich eigentlich meine Gegenstände? Ja, genau, perfekt. Die werden übernommen. Ich schaue mich mal ganz nur kurz im Hain um und dann gehen wir gleich zum Morgen über. Da ist Schröttchen. Wake, ich kann mich nur entschuldigen. Mann, das war gruselig, aber ich glaube nicht, dass es deine Schuld war. Danke, kleiner Faltenloser, aber das war es. Keine Bange. Du sollst dich ausruhen. Morgen früh gibt es mehr zu bewerkstelligen und mehr Schrott zu plündern. Ha. Oh, was haben wir denn hier? Das Handelsdepot, das Haindepot können wir sogar ausbauen. Das können wir bauen sogar, oder? Ja, da brauchen wir einen alten Wohnwagen. Gerüchten zufolge, es soll ein ungenutzter alter Wohnwagen im mittleren Tiefenwald zu finden sein. Das ist cool. Hier kann man schlafen. Hä? Goldig. Was ist das denn hier? Die Mühle. Da brauchen wir Wasserrad. Finde das verschollene Wasserrad des Heinz wieder. Okay. Dahin halten wir Zugang zu Gesundheitsverbesserung, Geräteverbesserung und Taschenverbesserung. Definitiv eine Investition. Wer bist denn du? Hallo, ich bin Wake. Katzen. Entschuldigung, ich habe dich erschreckt.
Es ist. Wow, das ist ein interessanter Geruch, den du verströmst. Yep, Kitty. Und meine Katzen, sie sind fort. Oh nein, wo sind sie denn? Ich entsende sie auf Mission, um Zeug zu holen im Wald. Sie holen das Zeug und kommen zurück mit dem Zeug. Manchmal kommen sie nicht zurück und ich, ich weiß nicht warum. Oh nein, das tut mir leid. Ist es wegen des Geruchs? Nein, sie sind auf einer Teeparty und auf einer Teeparty mit der Königin. Oh. Also viel Glück damit. Ich hoffe, sie kommen bald zurück. Da kann man sogar das hier, das, die Elfling-Klausel verbessern. Da braucht man eine Seelenschale. Finde die Riesenmuschel und bring sie zum Gebäude. Da erhalten wir Verbesserungen für die Elflinge. Du kannst dich gerne einen anderen Grünschwall vorstellen. Ein bunt gemischter Haufen. Sicher. Aber du wirst keine gütigen Herzen finden als ihre. Wenn du bereit bist, dich auszuruhen, kannst du das Baumhaus gleich hinter mir benutzen. Es ist schon eine lange Zeit nicht mehr belegt, aber glaub mir, du wirst dort herzlich willkommen sein. Was ist das denn? Ah, das ist sowas wie ein Teleport. Freier Blick. Ah, okay. Das ist ja cool. Teleport gibt es ja auch. Und dann haben wir, glaube ich, alle schon gesehen. Was ist denn hier oben? Kurz mal einsammeln. Was haben wir hier noch? Ist Kränests Laden. Erweitere das Inventar des Ladens, alle Zugang zu Ressourcen verkaufen, verkaufe Ressourcen, um Bestände freizuschalten. Bist du? Wow. Hallo, ich bin Wake. Hallo, Wake. Du bist sicher der Anlass für diesen ganzen Aufruhr? Ich denke schon. Du hast einen Vogel auf dem Hut, wusstest du das? Natürlich, sie heißt Urmine. Sie ist mein Lieblingsessen. Weil sie das, weil, also, Vomine. Weil das ihr Lieblingsessen ist. Sie hatte mal einen anderen Namen, aber ich erinnere mich nicht an ihn. Und mein Name ist Kränest. Freut mich, deine Bekanntschaft zu machen. Ah, das ist lustig. Ich glaube, sie ist eine Elster. Ja, das ist sie in der Tat. Gut erkannt. Aber Elsternest hat irgendwie nicht denselben Klang. Ich bin der hiesige Alchemist. Sag Bescheid, wenn du in Sachen Trinkturen, Tränke, Fertigkeiten und Kochen etwas benötigst. Bei all dem Trubel habe ich heute Abend früher geschlossen. Aber komm morgen vorbei, wenn du meine Waren durchstöbern willst. Okay, wow, wird gemacht. Sag mal, du hast nicht zufällig ein paar Kämpferzweige dabei, oder? Nein. Verflixt. Wir haben schon den Schein, dass sie jucken. Naja, sie muss wohl einfach aufhören, daran rumzupieken. Nicht wahr, Würmchen? Das ist ja ein lustiger Kauz hier. So, einfach mal alles mitnehmen. Was haben wir denn hier? Kommen wir da durch? Okay, dann würde ich sagen, schlagen wir mal eine Runde. Die gehen auch hier drin pennen. So, wir müssen wieder dem ganzen Schrott hier folgen. Blättern und Müll. Es ist wieder Vater. Was macht er hier? Sind das unsere alten Videos? Ist das... Wir waren damals so glücklich. Wir alle zusammen. Ich will dich nicht anschauen. Warum tust du das? Warum bist du hier? Sie haben die Mutter verloren. Und darüber kam der Vater nicht weg und hat sich zugesoffen, so wie es ausschaut. Und seine Wut am kleinen Wake ausgelassen. Ja, das gibt's sehr oft. Oh, Wake. Unruhige Träume. Ja. Nun ja.
So ist das in diesen Wäldern, fürchte ich. Ich träume oft von einem großen Schiff, das in einen Sturm hin und her geworfen wird. Auf dem Wasser treibend höre ich es krachen, während es sinkt und unter den Wellen verschwindet. Klingt fast so, als hätte es Schmerzen. Wie dem auch sei. Wir haben viel zu tun, vermutlich. Der Tag ist noch jung und hat soeben die Nacht besiegt. Nutzen wir das Licht, solange wir können. Ich habe etwas sehr Wertvolles, das ich dir geben möchte. Aber es liegt ein Stück entfernt, in einem besonderen Dickicht. Genauer gesagt, in einem Grab. In einem Grab? Es würde mich freuen, wenn du mich dort treffen würdest. Ich hoffe, dann alle weiteren Fragen beantworten zu können. Und für dich ein besonderes Unterfangen zu gewinnen. Verlasse den Hain und suche einen Zugang im Osten. Wenn du in die Nähe gelangst, wirst du vereinzelt violetten Fingerhut und eine kleine Stockfigur sehen, die die Bäume zieren. Geh jetzt, verlier keine Zeit. Ich warte dort auf dich am Grab. So, jetzt müssen wir. Warte mal, jetzt hat ein neuer Tag angefangen. Jetzt können wir mal kurz hoch und schauen, was der anzubieten hat hier. Ah, Hallöchen, möchtest du meine bescheidene Auswahl durchstöbern? Falls du zufällig einen großen Kessel im Tiefwaldraum liegen, der ist, kannst du ihn zum Hain schicken. Ich kann dann zusätzlichen Platz nutzen, um mehr Ressourcen zu produzieren. Ah, dann können wir hier Äpfel kaufen. Opfel. So, wo geht's denn hier raus? Ich möchte jetzt erstmal meine Elflinge wiederholen. Willkommen zurück, Jungs. Einfach mal treten. Nein! So. Wir möchten noch einen schlüpfen lassen. Ich will die maximale Anzahl mitnehmen. Einmal kurz die Jacke abstauben. Wo geht's denn hier rein? Wo geht's denn hier unten hin? Wahrscheinlich müssen wir runter. Ja, es gibt nur den Weg nach unten. Hoppla. Okay. Cool. Hey, das sieht aus wie der Ort, den Graumantel beschrieben hat. Und wie überall hier ist dein Zeug. Und wie überall hier ist da irgendein Zeug im Weg. Tja, wir werden irgendwie einen Weg hier hineinfinden müssen, nicht wahr? Dann könnt ihr mir vielleicht helfen, meine Freundin zu finden. Wir waren verabredet, ich habe mich verlaufen. Sie ist super cool, ihr werdet sie mögen. Kirby, ich hoffe, es geht dir gut. So, der mittlere Tiefenwald ist das. Den würde ich sagen, schauen wir uns in der nächsten Folge an. Wir machen mal einen kurzen Cut hier. Würde mich freuen, wenn du das nächste Mal wieder dabei bist und einschalten würdest. Vielen Dank für den Support. Bis dahin, mach's gut. Ciao und habt eine gute Zeit.